San Francisco's Cable Cars. Welche Linie bringt mich wohin? Wo kaufe ich ein Ticket? Was kostet es? Und wie kann ich mir Zeit einsparen? Und ist das überhaupt lohnenswert? Diese Fragen beantworte ich in diesem Beitrag. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Als Reiseplaner versorge ich dich regelmäßig mit Tipps und Vorschlägen zum Thema USA. San Francisco ist eine bei Touristen sehr beliebte Stadt. Die Painted Ladies, Golden Gate, Union Square, Pier 39 und Lombard Street werden genauso gern besucht wie Alcatraz, Chinatown oder die Fisherman's Wharf. Öfters kommt die Frage, ob es sich lohnt, mit den Cable Cars zu fahren. Was im Prinzip niemand beantworten kann, denn persönliche Vorlieben sind, eben persönlich. Bevor wir mit dem Thema loslegen, möchte ich mich bedanken. Und zwar bei meinen Abonnenten, die es aktuell auf eine Zahl von über 540 gebracht haben. 265 Videos in 1,5 Jahren hat es dafür gebraucht und ich freue mich sehr, dass meine Inhalte so vielen Leuten zusagen. Obwohl YouTube innerhalb meiner Beiträge Werbung platziert, bekomme ich für meinen Aufwand natürlich gar nichts. Dafür benötigt es 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime innerhalb eines Jahres. Das mit der Zeit ist kein Problem, da manch einer die Videos schön bis zum Ende guckt, was mich natürlich sehr freut. Die Abozahl betreffend braucht es jetzt aber noch einen Turbogang, um die nächsten 500 Leute mitzunehmen. Also nochmals vielen Dank und damit zurück zum Thema. San Francisco ist ja bekannt für seine steilen Straßen. Zwar habe ich noch nie verstanden, warum man eine Stadt ausgerechnet auf einen Berg baut, denn das hätte man auch einfacher haben können, aber egal. San Francisco besitzt wie viele US-amerikanische Großstädte ein großräumig, strikt rechtwinkliges Straßennetz, welches in der Regel ungeachtet der geografischen Verhältnisse angelegt wurde. Dies führt speziell in den älteren nordöstlichen Stadtteilen zu teilweise sehr steilen Straßenabschnitten, zu deren komfortabler Überwindung Andrew Smith Halliday um 1870 die Cable Cars entwickelte. Im August 1873 testete Halliday das erste Kabelbahnsystem zwischen Clay und Jones Street. Am 1. September 1873 startete die Clay Street Linie den öffentlichen Betrieb. Der deutsche Ingenieur William Appelsheimer verantwortete Teile der Konstruktion und den Bau dieser ersten praktischen Kabelbahnlinie der Welt und ersten Linie in dem künftigen Kabelbahnsystem von San Francisco. Seine Erfindung, das Appelsheimer Bottom Grip von 1880, findet bis heute Verwendung in den letzten noch verbliebenen historischen Kabelbahnen. In den Jahren 1877 bis 1892 wurden weitere Linien in Betrieb genommen. Ein starkes Erdbeben zerstörte im April 1906 praktisch alle Cablecar-Linien. Beim Wiederaufbau wurden womöglich elektrische Straßenbahnen gebaut. Die Cablecars blieben nur auf den steilsten Strecken des Netzes bestehen. Ab Mai 1912 waren nur noch 8 Cablecar-Linien in Betrieb. Für elektrische Straßenbahnen waren die Steigungen schlicht und ergreifend zu stark. In den 1920er und 30er Jahren kamen jedoch auch diese unter Druck, da nun leistungsfähigere Dieselbusse bzw. Oberleitungsbusse verfügbar wurden, die auf den steilen Straßen eingesetzt werden konnten. 1944 waren nur noch 5 Linien in Betrieb, seit 1964 nur noch 3. Was nur einer Bürgerinitiative zu verdanken ist, die sich gegen die Komplettabschaffung wehrte. Was kann man nun aber heute noch davon nutzen und welche ist die beste Strecke? Es gibt 3 Routen, aber alle führen steile Hügel hinauf und hinunter und bieten eine spannende Fahrt. Die beiden Linien, die von der Powell Street und der Market Street abfahren, bringen dich beide zur Fisherman's Wharf, nehmen aber unterschiedliche Wege dorthin. Die California-Linie überquert die beiden anderen Linien. Dies ist die beliebteste Linie, vor allem weil sie direkt zur Fisherman's Wharf fährt und eine großartige Aussicht auf die Lombard Street, den Cold Tower und Alcatraz bietet. Die Cable Car hält am oberen Ende des krummen Blocks der Lombard Street, von wo aus man einen tollen Blick auf die Stadt und die Bucht hat, mit dem Cold Tower in der Ferne. Wenn man hier aussteigt, kann man die Lombard Street hinunterlaufen und zwischen den blühenden Hortensien Fotos von den Autos machen, die die 8 Serpentinen hinunterfahren. Wer nicht wieder die Lombard Street hinauflaufen will, um das Cable Car zu nehmen, kann zur Fisherman's Wharf rübergehen. Einfach links in die Leavenworth Street am Ende der Lombard und 3 Häuserblocks bis zur Werft laufen. Wenn man mit dem Cable Car weiter zur Fisherman's Wharf fährt, geht es einen schönen steilen Hügel hinunter, von dem aus man einen tollen Blick auf Alcatraz hat. Die beste Aussicht hat man, wenn man auf dem Weg zur Fisherman's Wharf auf der rechten Seite sitzt und auf dem Rückweg zum Union Square auf der linken Seite.
Die Fahrtdauer beträgt etwa 20 Minuten. Die Powell-Mason-Linie ist eine gute Verbindung zur Fisherman's Wharf, wenn man sich nicht durch die Menschenmassen kämpfen will. Selbst wenn man in der langen Schlange an der Wendeschleife warten muss. Die Hügel sind nicht ganz so steil und die Aussicht nicht ganz so gut wie bei der anderen Powell-Route, aber man hat einen schönen Blick auf die Transamerika-Pyramide und fährt direkt durch das Herz von North Beach, San Francisco's Little Italy. Dies ist der beste Weg von der Fisherman's Wharf ins Stadtzentrum, da die Strecke kürzer ist und nur etwa 17 Minuten dauert. Die California-Linie ist sozusagen die vergessene Seilbahnlinie. Die meisten Leute fahren mit den beiden Linien, die von Powell und Market abfahren, daher ist es viel einfacher, in diese Linie einzusteigen. Normalerweise gibt es keine Wartezeiten. Es fahren auch mehr Einheimische mit ihr. Sie führt nicht wie die beiden anderen zur Fisherman's Wharf, sondern über einen der steilsten Hügel, Knob Hill. An den Wendestellen werden die Wagen nicht vollgemacht. Wenn du also einfach bis zur nächsten Haltestelle läufst, kannst du in der Regel direkt einsteigen. Wenn nicht ins erste Cable Car, dann mit ziemlicher Sicherheit ins nächste. Wenn du von der Fisherman's Wharf kommst und zum Union Square möchtest, geh zum Ausgangspunkt der Powell-Mason-Linie an der Bay & Taylor. Die Schlange ist viel kürzer als die an der Powell-Hyde-Wendestelle an der Ecke Hyde & Beach. Sofern du nicht zur Fisherman's Wharf fahren oder an der Lombard Street aussteigen willst, ist die California Line ziemlich leer und bietet eine großartige Fahrt auf und über Knob Hill. Normalerweise muss man für diese Cable Cars auch nicht anstehen. Man bezahlt nach dem Einsteigen. Jedes Cable Car wird von zwei Leuten bedient. Eine Person bedient den Waggon, die andere kümmert sich um Zahlungen und hilft den Leuten beim Einsteigen. Sie nimmt Zahlungen entgegen, nachdem alle an Bord sind. Also sobald jeder einen Platz hat und die Kabine sich in Bewegung setzt, wird man nach dem Ticket gefragt. Wer kein Ticket oder einen Pass hat, kann bar bezahlen. Wenn man an einer der Wendestellen Powell & Market, Hyde & Beach oder Bay & Taylor einsteigt, muss man vor dem Einsteigen ein Ticket oder einen Pass vorweisen können. Mit anderen Worten, an diesen Umschlagplätzen wird kein Bargeld angenommen. Es gibt jedoch an jedem dieser Umsteigebahnhöfe einen Fahrkartenschalter, an dem man die Fahrkarten oder Pässe kaufen kann. Für einen kurzen Besuch in San Francisco ist die Muni-App wahrscheinlich der einfachste Weg, um Fahrkarten zu kaufen. Man muss nicht die richtige Menge an Bargeld mit sich führen und die Busse und Cable Cars verlangen genaues Wechselgeld. Und man kann alles sofort online erledigen. Cable Cars sind recht teuer, wenn man mehr als ein paar Fahrten mit ihnen unternehmen will, vor allem wenn man während des Aufenthalts auch die Busse und Trolleys in San Francisco benutzen möchte. Eine Lösung ist ein Transitpass, mit dem man unbegrenzt alle vier öffentlichen Verkehrsmittel in San Francisco nutzen kann. Busse, Straßenbahnen, die antiken F-Line-Trolleys und die Cable Cars. Der beliebteste Transitpass ist der San Francisco Visitor Pass. Diesen Pass kann man an den Fahrkartenschaltern der Cable Cars, an den Muni-Fahrkartenautomaten unter der Market Street oder in einigen Einzelhandelsgeschäften kaufen. Man kann sie auch online über die Muni-App kaufen. Die Eintageskarte kostet $13 gegenüber 24, 7 Tage kosten 41 gegenüber 47, jeweils pro Person. Wer einfach nur rauf und wieder runterfahren will, sollte also an den Nichtwendepunkten zusteigen und mit Bargeld zahlen. Kostet dann zwar je Fahrt $8, in diesem Fall also 16 statt $13. Dafür ist man schalterunabhängig und muss keine App installieren. Das muss jeder für sich entscheiden. Das Museum beherbergt die Cable Car Scheune, in der die Wagen über Nacht stehen, sowie das Maschinenhaus, das die Kabel für alle drei Linien betreibt. Neben einigen der historischen Cable Cars gibt es jede Menge Informationen über die Entwicklung der Cable Cars, ihre Funktionsweise und Infos darüber, wie das riesige System der Cable Cars, das San Francisco abdeckte, auf einen kleinen Rest schrumpfte und 1947 fast ganz verschwand. Dort kann man Wagen 8 besichtigen, den einzigen Wagen, der von den ursprünglichen 1873 gebauten Cable Cars übrig geblieben ist. Es ist nun mal die älteste Kabelbahn der Welt. Das Beste daran ist jedoch, dass man auf die massiven 1,80 Meter hohen Räder hinunterschauen kann, die die Kabel antreiben. Der Funktionsmechanismus des Seilbahnsystems ist offengelegt und man kann sehen, wie die vier Kabelstränge durch das System gezogen werden. Der Eintritt ist übrigens frei. Adresse des Standorts ist 1201 Mason Street zwischen Jackson und Washington, wo sich die beiden Powell-Linien auf ihrer Fahrt nach Fisherman's Wharf in der Nähe von Chinatown treffen. Beide Powell-Linien halten hier, sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg, sodass man mit den Cable Cars direkt dorthin gelangt.
Ansonsten verkehrt der Buslinie 30 Stockton entlang der Stockton Street, zwei Blocks vom Museum entfernt. Parken auf der Straße ist in diesem Viertel schwierig. Versuche in einem Parkhaus in Chinatown zu parken. So, jetzt weißt du hoffentlich so halbwegs Bescheid. Ich danke dir fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Stay tuned and have a good one.